der Regel meist abends, wenn ich dann im Bett liege, meine Freundin neben mir schon eingeschlafen ist, dann schaue ich so ein bisschen auf dem iPad. Also meistens tatsächlich auf dem iPad. Also 90% meiner Einkäufe, würde ich sagen, finden tatsächlich noch also im Webbrowser statt, mit wenigen Ausnahmen. Diese 10%, das ist aber dann meistens wirklich wieder bei Amazon, wenn es mal schnell unterwegs was sein muss und wenn ich bei meinen Eltern was bestellen muss, weil was kaputt gegangen ist. Ansonsten, wie gesagt, größtenteils noch Webbrowser, weil ich einfach mehr sehen kann. Wann ist im Grunde genommen anlassabhängig. Also entweder man merkt, man braucht irgendwas, das ist der eine Punkt, dann schaut man halt nach und kauft es. Und der andere Punkt ist natürlich, ich kaufe dann ein, wenn ich ein gutes Angebot sehe. Solche Angebote sehe ich halt, wenn ich entweder gerade irgendwo in den sozialen Medien unterwegs bin, aber noch viel öfter, wenn ich ein Newsletter kriege oder irgendwie anderweitig darauf hingewiesen werde. Er wählt alles, was es so, was man sich vorstellen kann. iPhone, Tablet, Laptop, iMac. Also es ist meistens auf dem Smartphone und meistens am Wochenende, weil da die Zeit doch mehr da ist als in der Woche. Da ich habe Schichtdienst und von daher ist es dann auch mal ein bisschen schwierig, wenn man den Feierabend hat, will man dann auch Feierabend haben und den nicht noch da. Das sei denn, es ist eine Kollegin oder so erzählt, Mann, da musst du mal gucken gehen und so. Gut, dann macht man es mal, aber ansonsten meistens ist es halt wirklich am Wochenende und über das Smartphone. Bequemer. Man kann schön auf der Couch liegen und dann praktisch über das Smartphone praktisch alles in der Hand. Am Abend, wenn ich etwas Zeit habe. Und manchmal bin ich auch in der U-Bahn, dass ich da was mir schnell anschaue, beziehungsweise wenn ich weiß, was ich brauche, dann geht das auch schneller, dann kann ich das auch in der U-Bahn online schnell bestellen. Ja, aber ein bisschen Zeit braucht man schon. Also so zwischen Tür und Angel ist nicht. Also macht mich nervös. Ganz oft auf dem Handy in letzter Zeit, ja. Weil Laptop ist zu Hause, man ist natürlich auch viel unterwegs. Am Abend sitze ich auf dem Sofa gerne, lese etwas oder schaue auch was im Fernsehen an. Und dann sitze ich halt schon und dann nehme ich gerne das Handy anstatt dem Laptop. Musik